So, Taiwendo, ich glaube, du hast mir die Krone wiedergegeben. Weil wir jetzt auf gleicher Welle sind. Knarz. In den Wind! Gebt ihr volle Segel runter! Hm, wo ist Taiwendo mit seinem Schiff? Ach da. Kommt von der anderen Seite. Guten Abend, DJ Schill. Grüß dich im Chat. War es schon das, was ich suchen musste? Ja, wahrscheinlich. Das Lager bei der Nekropolis ist voll mit kurzbeschafften Waffenvorräten. Vielleicht können wir die Kiste zurück an die Rempa verkaufen und dabei abkassieren. Witzig, du musst das auch machen. Aber ich denke mal nicht, dass du das im Inventar jetzt hast. Suche das Gebiet nach geschmuggelten Waffen ab. Ich möchte eigentlich, dass Twitch mich für AV1-Codec freischaltet. Weil die haben, glaube ich, noch niemanden freigeschaltet. Die haben erstmal das Interesse abgecheckt. Aber auf dem Discord dafür sind einfach schon 8000 Leute. Haut rein! Ein leerer Magen kämpft. Na, Dunkelkrieger. Da warten andere auf die Freischaltung. Da passiert auch nichts.
Die haben jahrelang gebraucht, da überhaupt jetzt mal irgendwas voranzubringen. Und dann ist es ja auch noch so eine Sache, was eigentlich nur zum Vorteil von Twitch ist, weil sie die Leistung, also die Rechenleistung, die routen ja nur noch weiter, die Daten, und brauchen ja gar keine Serverleistung mehr. Generell fast alle Endgeräte können AV1 dekodieren. Wenn du YouTube gucken kannst zurzeit, kannst du das schon. Oder wenn du Netflix guckst auf deinem Endgerät, kann das auch. Weil Netflix auch AV1 schon ewig benutzt. Hast du angedockt dafür? Ja, super. Sind die einfach in der Kiste hier? Was ist das denn für ein Bullshit? Heute sind alle Augen auf euch gerichtet. Die Geschichten eurer Heldentaten begeistern die Massen. Ich habe keine Erfahrung mit Dankbarkeit. Doch ich schätze, dieses seltsame Gefühl gerade ist genau das. Heute gebe ich meinen Offizierinnen einen aus. Sie wetteten, dass ihr zurückkehrt. Ich nicht. Entschuldigt unser Spielchen. Ich verlor ein paar Münzen, aber gewann eine Erkenntnis. Ihr seid entweder so erstaunlich, wie man sagt, oder Van Kinkel verliert seinen Biss. Na schön, ich gebe es zu. Vielleicht seid ihr die zwielichtige Gestalt, die wir suchten. Die von euch abgeholte Ladung wird nur Schmuggelware genannt, weil die Handelsgesellschaft nicht profitiert. Diese Waffen bedeuten Macht und ein kleines Vermögen für euch. Doch ich kenne die Gesellschaft. Sie geben diese Route ebenso wenig auf, wie ich meine Kanonenkugeln. Also bringt mir mehr. Wir sind nicht die Einzigen, die von der Gesellschaft ausgenutzt werden. Sie haben chinesische Händler ermordet, die ihre Erfindung verkaufen wollten. So kann man auch Geschäfte machen. Van Kinkel hat vor, jeden Piraten damit einzuäschern.
Er prahlt sogar mit seinen Plänen. Nur waren ihm die Toten einen Schritt voraus. Ihre Fracht ist versteckt. Van Kinkel weiß zwar, wo er sie findet, doch wir finden sie vor ihm. Töten wir Van Kinkel. Oh, das werden wir. Doch erst nehmen wir ihm alles, was ihm lieb und teuer ist. Er soll hoffen und sich dann fürchten. Die Ungebundenen sind schon unterwegs, um die Gesellschaft aufzuhalten, bis ihr auftaucht und es vor ihren Augen stehlt. Ich bin nicht mehr verloren, Captain. Sie nennen mich Piraten, Rebellen, eine Gefahr für das Reich. Ich werde sie zu noch schlimmeren Namen inspirieren. Genießt den Frieden eures Schiffs. Ich beneide euch wirklich. Dreizehntausend Entfernung. Ach, da unten. Da waren wir auch mal. Ich glaube, wir sind relativ am... Also fast am Ende der Questlines. Janita hat dir gezeigt, wie man schwimmt. Jetzt geht's ins tiefe Wasser. Schränkt die Dauer der Effekte über Fluten und den Brand an Gegnern und Schiffen um 100%. Achso, aber der Schaden wird reduziert um 30%. Die Waffe, von der Rama sprach, klingt in der Tat sehr mächtig. Mir wäre wohler, wenn sie nicht in die falschen Hände fiele. Wie wir Piraten kämpft Admiralin... Die Handelsgesellschaft importiert eine exotische Waffe aus dem Osten, um die Oberhand gegen die Rempa zu gewinnen. Nun, stellen wir uns vor, Rama hätte... Findest du, dass ich heißen Scheiß schon habe, Taiwendo? Rama und die Ungebundenen werden sich über ihre Waffen freuen. Aber ich habe nichts großartig Neues geholt. Diese Waffen sind für einen Krieg. Van Kinkel und Rama werden sich an die Gurgel gehen und wir segeln mitten in ihren Sturm. Nur durch die Truhen habe ich manchmal eine Waffe bekommen oder so, aber ich selbst die benutze ja nicht. Ich crafte ja eigentlich fast alles. Außer dem Mörser, Leopold 2, den habe ich aus einer Kiste. Aber die Vollkanonen zum Beispiel für die Seiten, die ich benutze, auf Level 90, kannst du selbst craften. Den Blueprint kriegt man sogar. Du wirst die Brandkanonen haben in Stufe 2, das meinst du. Wahrscheinlich haben sie nach Schätzen gesucht. Das ist niederländischer Besitz. Wollen wir zuschlagen? Eine erstklassige Gelegenheit, Captain. Das ist übrigens auch komisch, dass die, die Dinger, also beziehungsweise diese Gießereien, die hier ganz im Süden sind, die haben keine Ressourcen.
Iss dich satt. Bleib bei Kräften. Aber da scheint ein weiterer Hafen zu sein, den ich bis jetzt übersehen habe. Das ist schon mal ganz gut, dass wir deshalb hier unten dann sind. Endgame habe ich gestern Nacht schon gemacht. Das sind das mit den Achtermünzen. Das ist hier sein Imperium aufbauen. Ich habe gestern schon so 6 Dinge eingenommen. Das ist halt der Anfang. Und dann gradest du die ab und benutzt die Achtermünzen auch dafür, um generell so ein paar Verbesserungen zu holen. Passt schon. Ich denke, deswegen haben diese Stationen keine Rohstoffe. Was meinst du? Janita hat dir gezeigt, wie man schwimmt. Hm? Jetzt geht's ins tiefe Wasser. Also das hat keinen Einfluss auf die Rohstoffe. Das ist so wie, da gibt es halt ein Hinterzimmer und da drin wird halt irgendwas produziert. Und dadurch kriegst du diese Achtermarken. Jemand hat gesagt, es wäre kopiert von GTA Online, da wäre das Endgame, also da wäre das so ähnlich wohl, aber das weiß ich halt nicht. Ich habe GTA Online nie gespielt. Als das Plunderschiff der Handelsgesellschaft. Ein schönes Sechser, einfach zwischen 9er gepanzerten. Wie immer. Was klappt bei der Rama Questline bei dir nicht, Dunkelkrieger? Die werden deinen Namen so schnell vergessen, sonst setzt es was! Ich habe zwischendurch auch mal gedacht, dass bei mir die Questline buggy ist, aber war sie gar nicht. War halt einfach nur zu doof. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht sagen, dass du doof bist. Ach so. Ja, dann sind wir ja gleich bei der Sache, was bei dir dann buggen soll, ne?
Ja, mal gucken, ob es bei uns funktioniert einfach. Janita hat dir gezeigt, wie man schwimmt. Hm? Jetzt geht's ins Team. Hi. Der Marquis hat Karriere gemacht, indem er... Das machen wir jetzt aber nicht. Das habe ich nur schon mal angenommen. Behaltet das besser für euch. So, eben warten, dass Tyvendos in die Kiste ablegt. Rüst das chinesische Pulver auf deinem Schiff aus. Schiff verwalten, Waffen. Centerwaffe. Ausrüsten. Abgeschlossen. Ja, klappt doch. Wo ist der verflixte Händler? Wollen wir die Waffe mal testen?
Tut mir leid, Dunkelkrieger, dass es bei uns jetzt geklappt hat und bei dir nicht. Vielleicht liegt es am Schiff. Mein Gott. Lass sie unseren Zorn spüren. Das sah jetzt nach viel irgendwie aus, aber es war eigentlich gar nicht so viel Schaden. Oh, jetzt geht was los. Muss Bonus holen. Achso, der guckt nicht von oben. Aha. Alles klar. Scheiße. War eigentlich ganz nett, wenn das Ding so wie der Mörser zu bedienen wäre und ich, habe ich das Gefühl, manche Waffen sind einfach so beziehungsweise verbrauchen so viel Munition. Warum sollte man Raketen benutzen, wenn ich in einer Mörserkugel das alles drin habe, so in etwa denselben Schaden? Nur weil die richtig, also nur weil die genau treffen, wäre da weniger. Alle in Kampfstellung! Wir sind fertig. Oder wollt's bis zum Ende bleiben? Sie werden
War noch so doof, mit Raketen zu treffen. Ja, ich habe auf der rechten Seite, auf der linken Seite die Vollkanone 5 drin im Moment. Weil ich habe nur einmal die Brandkanone. Ich habe vorne die Brandvollkanone drin, glaube ich. Ist eine Geschmackssache. Also ich mag Vollkanonen irgendwie mehr als die... also Mörser ist auch ganz cool irgendwo. Ich habe ja hinten noch zwei Mörser drin. Da werde ich aber irgendwann die Mörser reinmachen, die extra... Obwohl, Gebäudeschadenbonus ist auch so ein Blödsinn eigentlich. Weil du die Weakpoints so gut treffen kannst bei Gebäuden. Ist Piratenleben. Du meinst den von Gegnerschiffen? Die Sache ist einfach, dass die Brigante ist ein schnelles Schiff, aber das ist kein gutes Schiff von der Verteidigung her. Vergessene Tempel von Chandi. Den hat sich der Wald schon vor langem zurückgeholt. Wie viel Muskat krieg ich für... Das ist halt ein Damage-Dealer-Schiff. Eigentlich irgendwie. Deshalb möchte ich, glaube ich, auch auf die Snoo wechseln. Ich glaube, es war die Snoo. Weil die einfach 25... Muss ja allein schon 7000, glaube ich, Panzerungen hast du. Üb weiter. Ich will nicht, dass du als Kanonenfutter endest. Mal kurz gucken. 8000 Punkte Deckungskraft, 40.000 Rumpf. Und du hast bei der... Schnau ist das. Also 25.000 Punkte Deckungsstärke. Das ist halt einfach was total anderes. Sobald das hier vorbei ist, führt uns Rama nach Rempa zurück. Da bin ich sicher. Ich glaube an sie und das solltest du auch tun. Weil dieser Ram-Effekt hier, wann benutzt du den jetzt? Ohne Kack. Da kommen Leute, sagen, ja, ist voll fetter Ram-Schaden. Am Arsch, das ist fetter Ram-Schaden. Oh, sogar die See hat euch wieder ausgespuckt. Achtet die Bewohner Teluk Penjaras. Ich habe außerdem Escape gedrückt, weil ich gedacht habe, ich könnte die Einblendung wegmachen, weil Ubisoft fand, das ist eine tolle Idee, die Einblendung genau vor den Auswahlmenü zu packen, für die PvP-Sachen, und man kann sie nicht wegdrücken. Keine Zeit für höflich. Nun, sie kann sehr wählerisch sein. Ich glaube, Piraten sind ihr zu griesgrämig. Doch ihr habt es gut gemeistert. Ja, die See. Vor einigen Jahren mussten meine Besatzung und ich uns entscheiden. Kriegsschiffe oder der Sturm. Wir dachten, die Kolonistenschweine würden uns nicht folgen. Also wählten wir den Sturm. Die Kriegsschiffe waren wir los. Doch das Meer holte sich meine Bootsfrau. Als wir sie fanden, war sie halb tot.
Blaue Lippen, voll mit Seegras, aber der Ausdruck in ihren Augen. Nie sah ich jemanden, der so lebendig wirkte. Ihr Lächeln war pure Freude. Ein seltener Anblick damals. Jetzt führt sie meine Ungebundenen mit demselben Lächeln in die Stürme. Wir sind Überlebenskünstler. Ihr, ich, wir alle hier. Na also, wir werden langsam gut darin, was? Alle haben sich genau an den Plan gehalten. Die Erfindung, die du geborgen hast, nennt man Termiten. Späher befestigen sie an Türmen und legen sie damit in Schutt und Asche. Das Ergebnis ist recht unschön. Die Explosion unterscheidet nicht zwischen Steinen und Menschen. Ich gebe dir eine. Diese Termiten richten ein Gemetzel an, aber sie wollten es so. Ich würde gern mehr mit den Termiten experimentieren. Ihr werdet ohne Probleme ein Fort finden, um sie zu testen. Die Besatzer scheinen sie gern immer wieder aufzubauen. Die chinesischen Händler waren sehr vorsichtig. Sie haben mehr dieser neuen Erfindung rund um den Indischen Ozean versteckt. Es verleiht uns nicht nur einen taktischen Vorteil. Zum ersten Mal nehmen wir ihnen etwas, das uns nie gehörte. Etwas, von dem sie dachten, es sei ihres. Und das ist ein gutes Gefühl. Ich habe gelernt, mich anzupassen. Habe gewiefte Partner gefunden und nun habe ich das Werkzeug eines echten Piraten. Ich war noch nie so bereit zu kämpfen. Ich kann übrigens nicht sagen, welche Kanone oder sonst irgendwas am besten wäre. Ich habe da selbst noch nicht alles ausprobiert. Oh, die gibt dir Torpedos. Ja, Torpedos sind auch sick. Sieh ab von Gier und Kummer. Lass sie wie Wachs dahinschmelzen. Dann wirst du deine schwierige Aufgabe vollbracht haben. Ich habe dieses Buch geliebt. Besonders diesen Vers. Jetzt erkenne ich, wie dumm er ist. Eine törichte Weisheit. Die Elite hält uns für gierig. Piraten teilen den Reichtum gerechter auf als sie. Wir teilen miteinander. Wir kümmern uns umeinander. Doch wir teilen, was einst ihnen gehörte. Und das gefällt ihnen nicht. Ich weiß, dass wir nicht gierig sind. Aber wenn man frei ist und sich nimmt, was man will, werden die anderen neidisch. Dann wird man beleidigt. Sünderin, Rebellen, Verräterin, Hure. Van Kinkel mit seinen Schiffen voller Gewürze und dem Fort voller Schätze erklärt seine Gewässer für frei von Piraten. Als ob er uns einfach wegzaubern könnte. Er ist neidisch. Unsere Existenz bedroht die seine, also setzt er ein Kopfgeld auf euch aus. Ihr steht für Hartnäckigkeit. Eine hartnäckige Freiheit. Er mag euch nicht. Los, trefft den Mann, der die Piraterie ausmerzen will. Nehmt, was ihr wollt. Sein Leben, sein Fort, ist mir egal. Doch zeigt ihm, dass unsere Freiheit nicht vor seinen Toren endet. Genießt den Frieden eures Schiffs.
Ich beneide euch wirklich. Auf zum westlichen Ring. 10.000. Gut, dass alles immer um die Ecke ist. Da soll ich mal was anderes anziehen? Oh, Nanu. Wollt ihr neue Kleidung kaufen? Also ist einfach das Geilste. Vor allem durch diese Bauchfalte vorne. So ein richtiger... Nicht. Zu kratzig. Du musst mit dem Daumen, also mit dem Zeigefinger kommen und ihm einfach im Bauchnabel pieksen. Krams, ey. Das ist vor allem alles nur von den Missionen, die Dinger, die ich eingesammelt habe. Finger einen Ring tragen. Fehlt einfach ein Obstkorb. Ohne Scheiß. Wie kann man so ein Spiel machen und nicht einen Obstkorb-Hut mit einbauen? Sehr erlesener Geschmack. Haltung annehmen. Für was?
irgendwas zeigen, macht doch gar keinen Sinn. Raumpirat. Habt ihr wirklich alles? Ihr verlasst mich immer so schnell wieder. Schöner Nackenspeck. Wird schon ausgelacht. So, Schiff verwalten, nicht Ausstattung, Waffen, zentral. Ändere dein Outfit in der Closed Beta. Ein wahrer Zuschauer. So, ist Tywendo schon vor Ort? Er ist schon auf dem Weg. Mal, fast. Mit der Brigantine habe ich den Backbrum. Hattest du vielleicht kein Center-Geschütz? Dass du gar nichts in die Mitte setzen konntest, weil dann kannst du dich natürlich auch nicht ausrüsten. So, mir eben schon den letzten Twitch-Drop noch geschickt. Damit ich auch die Farbpalette unten habe. Das muss man auf eine separate Seite übrigens machen. So ein Schwachsinn manchmal. Das kann es nicht im Spiel angeben, den Code. Der Sturm beginnt. Van Kinkel erklärt sich zum König von Niederländisch-Indien. Ha! Wie passend, dass Rama einen weiteren Tyrannen stürzt. Diesmal mit dir an ihrer Seite wird es ihr glücken. Die Flotte der Admiralen wartet am niederländischen Fort auf uns. Wir sollten uns sputen. In diesen Hügeln glitzert es. Segel! Da! Backbord! Segel, einen Segel! Gute Arbeit! Nur weiter so! Die Ungebundenen haben sich in das Fort geschlichen und die Türme vermint. Wir müssen nur auf ihr Zeichen achten. Ohne Verteidigung hat Van Kinkel keine Wahl, als sein hässliches Gesicht zu zeigen. Also wir sollen jetzt einfach ins Auftragsgebiet gehen. So verstehe ich das. Geh ins
Gebiet und gibt das Signal. Feuer das Signal ab! Bleib bei Kräften. Es hat uns die Segel gerissen. Dio, Captaini, dein Wunsch ist mir Befehl. Captaini, alles klar. Ich sehe ein Schiff da drüben. Gib nach. Alle Feuer. Kinkel gesichtet. Schicken wir den Bastard in die Tiefe. Ha, da ist er. Beenden wir es. Boah, irgendwie war nicht sehr ersichtlich, wann man genug Feuerwerk gemacht hat. Man darf nicht unter Rang 9 sein, um bei der Quest voranzukommen, okay? Steht wahrscheinlich einfach nur nirgendwo. Sind seine anderen Schwachpunkte. Bestimmt auf der linken anderen Seite. Ah ne, hinten hat er noch einen.
Lasst sie leer! Sollt ihr unterbleiben, Schatten! Was soll das denn? Was sollen das für Minischiffe sein? Ach, das sind Sprengboote! Boah, ich wusste es, dass es so Boote kommen mit der Zeit. Ach du Scheiße. Ich will sie übrigens gleich zerfetzen. Entert ihn! Nein, das Explosionsboot! Wir sind fertig hier. Macht euch gefechtsbereit! Auf eure Posten! Sonst verlieren wir alles! Sehr gut! Eine Schatzkarte! War vielleicht nicht der richtige Ort, um eben was zu markieren, Taiwendo. Einfach so ein Gedanke. Oh, was ist das denn für eine Enge?
irgendwelche Ärger! Ich beobachte sie auch. Versenke den Marquis. John West, so ein richtig doofer Cowboy-Name. Ach, da ist der Marquis. Heft die Segel. Wer tuch in den Wind? Führe mich zum Schotter. So, wo docken wir jetzt an? War hier nicht noch irgendwas? Segel verringern, jetzt! Segel einholen! Alle! Am schönsten ist dieses Verbindungsproblem rechts oben. Was einfach durchgehend läuft, ey. Du. Warum isst du kein Buff-Food? Weil ich es vergessen habe. Haut rein! Ein leerer Magen kämpft nicht gern. Danke Sunbreaker für deinen Stufe 1 Sub. Muss mir nicht nur danken für die Videos. Knarz. Muss Taiwendo anschieben.
Vorsicht! Die Handelsgesellschaft versteht keinen Spaß. Man nannte euch Der Preis war eine unverfroren. Beleidigt ihr die Admiralin? Beleidigt ihr mich? Ah, ihr seid auf einer Brigantine gesegelt. Ein Schiff wie für den Kampf gemacht. Ja, das hast du mir schon häufiger gesagt. Ihr habt Van Kinkel aus seiner Jacke springen lassen. Schade, dass seine Leiche nicht noch drinsteckt. Der Mann, der die Piraterie auslöschen wollte. Der Bastard ist tot. Seine Leute sind mit durchlöcherten Rümpfen und gekränktem Stolz auf halbem Weg nach Amsterdam. Dieser Sieg hat Blut und Tränen gekostet. Aber das war es wert, nicht wahr? Das hier ist unsere Zukunft. Das ist unser Moment. Unsere Hauptstadt. Hier sind wir ungebunden. Hier sind wir Piraten. Unser Widerstand ist der Nährboden für eine freie Republik. Wir weichen nicht vor ihren Kanonen zurück. Dank euch haben wir das bewiesen. Nun denn, lasst uns feiern. Die hier habt ihr euch redlich verdient. Tragt sie mit Stolz. Anfangs war ich nicht sicher, ob ihr durchhaltet. Ich dachte, ihr endet als Fischfutter mit einem Aroma von Versagen und Bedauern. Doch nun ist die See euer Jagdrevier. Und der Wind führt euch zu mehr Einfluss, Reichtum und Ruhm. Wie ich hörte, haben gewisse Kreise ein Interesse an euch. Ihre Namen kennen nur die wenigen Eingeweihten, die das Geschick der Welt lenken. Wie ihr und ich, Captain. Das Ruder hat die Mittel für große Ambitionen. Ohne ihr Silber und ihren Einfluss im Rücken stünde meine Rebellion nicht da, wo sie heute ist. Doch nun müsst ihr euer eigenes Imperium erschaffen, mit der Flotte eines Piratenfürsten. Janita und Huma können euch mehr dazu sagen. Die Schwestern wissen, wie man Träume wahr macht. Und zwar nicht nur in ihren Lasterhöhlen. Möge der Wind meinen Zielen und euren Ambitionen hold sein. Gewiss werden sich unsere Wege wieder kreuzen. Gute Arbeit. Ach, für 1000 blauer Lotus. Nö, los. Kann man Ramas Ehrgeiz, also den Torpedowerfer, die Blueprint holen? Was irgendwie komisch ist. Also du könntest den auch... Ah nee, da ist Ramas Ehrgeiz, da ist der Kleine und der Große, der kostet auch 1000. Hoffentlich bis... Kürzlich kaufte ich eine von ihnen. Piraten waren die ersten Demokraten. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es schon nicht mehr. Das müsste ich überprüfen. Ich habe nur Chat vorgelesen. Flammen wäre ja auch schon zigmal gezogen.
Tja. Mit Kisten voller Kaffee. Das ganze Schiff stand wochenlang danach. Widerlich. Das ist aber anscheinend war es das. Wer liebt denn nicht den Geruch von Kaffee? Plündere eine beliebige Siedlung. Haben wir noch zwei Nebenmissionen und dann ist die Sache auch durchgelaufen. Janita hat dir gezeigt, wie man schwimmt. Hm? Jetzt geht's ins tiefe Wasser. Wie Gott sei Dank. Jetzt ist nur noch Endgame. Sehr gut. Naja, okay. Und es gibt noch die ganzen Nachforschungen. Und man könnte theoretisch auch die Aufträge vom Auftragsbrett erfüllen. Ich habe das nur auf 60 stehen, die Lautstärke. Entschuldigung, wenn mich die... Ich habe auch schon gemerkt, so, meine Ohren tun weh. So sollte das nicht sein. Die Twitch-Farmen sehen nur nachts gut aus. Wir haben was Kostbares gefunden. Tagsüber sieht das echt ein bisschen ekelhaft aus. Guck mal im Discord rein, wegen dem Haustiercodes. Im Discord habe ich die Codes gepostet, die ich hatte. Oder wir machen das einfacher. Angeblich kann man die Codes auch mehrfach einsetzen.
Muss aber auf die Belohnungseinlösungsseite gehen. Ach, diese ganzen Anhängsel. Wo kommen die drei Schiffe her? Da. Karte des Marquis. Die beim zerstörten Leuchtturm im Herzen der Region Meer von Nilan anlandet. Da du den Marquis mit zerstört hast, wirst du auch die Schatzkarte haben. Wie du verstehst, die Schatzkarte vom Marquis nicht. Der sagt, das ist am zerstörten Leuchtturm, das hier ist der zerstörte Leuchtturm. Ah nee, stimmt gleich, das hier ist erstmal nur zum Andocken. Der zerstörte Leuchtturm ist ja jetzt südlich von hier. Das steht genau im Text drin, wo du hin musst. Achso, die anderen meinst du. Da, wo das Stundenglas drauf ist. Das liebste Tattoo, was sich Leute machen. Also Unendlichkeitszeichen. Ach komm, teilweise haben doch so einfach Leute hingestellt und die haben die Tiergeräusche nachgemacht. Kann ich auch auf Distanz. Guck mal, ein Affe im Wald. Guck mal, das Stundenglas. Aber falscher Stein. Da ist noch ein Stundenglas. Das ist der Torpedo 3 Bauplan. Ich habe gesehen, es gab noch ein Nebenquest. Da oben. Und es gibt in der Hauptstadt auch noch einen Nebenquest. Also beziehungsweise gibt es eigentlich noch für die DAO Nebenquest. Aber die mache ich nicht, weil ich das total ätzend finde, mit der DAO rumzufahren. Also mit dem kleinen Schiff und dann mit dem Speer jagen zu gehen. Das ist schlimmer als Angeln in Orima die ganze Nacht. Salam. Diskreter Umgang. Remper-Informationen deuten auf einen Handel zwischen der Handelsgesellschaft und der Kompanie hin.
Töte die Gesandten der Kompanie. Die Handelsgesellschaft und die... Wie, wo ist der Schatz jetzt hin? Du hast doch selbst eine Karte vom Marquis. Als wir den Marquis getötet haben, hast du eine Schatzkarte von dem eingesammelt. Und dann hast du die Mission Niederländisch-Indien, Schatz des Marquis. Anita hat dir gezeigt, wie man schwimmt. Hm? Das Geisterschiff habe ich auch schon einmal gemacht. Das gehörte mit zu, gehörte auch mit zu einer Questreihe. Einmal musste ich das Seemonster töten und einmal musste ich das Geisterschiff töten. Das war sehr erledigen. Wie scheiße unter dem Dreck an meinen Stiefeln. Eine Allianz zwischen der Kompanie und der Handelsgesellschaft wäre fatal. Ich verstehe, warum die Rempa das verhindern wollen. Das alles? Was kann das wohl wert sein? Aber Taiwendo, auf den Karten ist ja manchmal ein Text obendrauf. Also ich verfolge die Schatzkarten jetzt auch nicht aktiv. Ich lande irgendwo einfach. Das sieht aus wie... ja... hier unten, glaube ich. Oder bei den... ich glaube, das heißt drei Brüder auf der Karte, die ich hier habe. Hier. Ich glaube, da müsste das sein. Von der Karte. Weil da so ein komisches Riff ist. Wie willst du das auch im Internet finden? Los! Schatten dicht machen! Wird sich wohl keiner drum kümmern, die Schatzkarten alle zu entschlüsseln. Fürs Internet. Wenn du hast dieselbe Karte wie ich gehabt. Ne, da ist was anderes. Ist vielleicht gerade kein guter Zeitpunkt.
Aber kämpfen bei dem Wetter ist richtig scheiße. Die Gesandten sinken zum Grund, zusammen mit ihrer gefährlichen Bündnisidee. Da! Ein Feindchen! Geh die Kopf herab! Freunde! Das ist die Ende! Hui! Euer Blut wird das Deck schmücken! Zeigt den Hunden, mit wem sie es zu tun haben! Wir können hier entfliehen! Hat sie bei der Markierung irgendwas Wichtiges? Eigentlich hüpft das Schiff zu viel. Also selbst wenn du über die Welle drüber fährst, dann fliegst du doch nicht so rum. Als wenn du kein Gewicht drin hättest. Jetzt bin ich schon ein Stück weiter. Ein Glück, dass das Black Flag nicht schon mal besser gemacht hat. Weiß ich nicht. Weil beim Black Flag Schiffe einfach schwerer. Danke, Xaragorn, fürs Folgen. Und Mikroheld. Fairerweise muss man sagen, dass wir 2024 natürlich nicht dasselbe technische Niveau wie 2012 erwarten können. Ich glaube, Tywendo ist tot. Und das wird er mir nicht verzeihen.
Namen Talkie. Wo ist denn der kürzeste Weg rüber hier oben? Französischer Wein. Kann ja gleich nochmal zurückkommen, Taiwendo. Wobei eigentlich will ich gerade gar nicht in die Übernahme. Taiwendo, soll ich nochmal zu dir kommen? Okay. Ich werde mir jetzt das andere Schiff bauen. Jetzt geht's ins tiefe Wasser. Ich wohne, ich übertrage immer sehr viele Sachen zuerst ins Lagerhaus und irgendwann hole ich es wieder raus. Und dann, wenn es voll ist, verkaufe ich auch mal einen Haufen von dem Kram. So, Schnellreise.
Van Kinkel ist tot. Endlich sind wir denn los. Auf der Überfahrt nach New York. Ich habe die einzige Panzerung, die du bauen kannst und gegen Explosionsschaden ist. Also, wo du nichts investieren musst an Marken. Als wir noch bei der Marine waren, war sie weicher. Weich sein führt zu nichts. Das Schiff wird für die Eroberung einfach besser sein. Möge euch der Wind gewogen sein. Es gab keine... Brandkanone. Wo sind sie? Die Vollkanonen hinten. Machen wir wieder die 90er Bombarde. In der Mitte die Leopold 2. Ich habe gerade gedacht, warum nur Rang 7, weil ich noch keine Panzerung drauf habe. Aber ich hatte eigentlich die drauf. Also die Bastion 3. Oder habe ich die generell gerade drauf? Ich habe die Bastion 3 drauf, aber ich hatte eigentlich La Fortress 3 extra gemacht. Ah, nee, stimmt gar nicht. La Fortress 3 habe ich gewechselt von da weg, weil die nur den Sinkschaden und den Durchschlag macht. Und das hier war wenigstens Feuer und Durchschlag. So was mit den Reparaturen. Kannst immer nur jede Ausstattung einmal machen. Achso, bei einer Ausstattung.
Und weniger ist, bin ich aus dem Rang 9 und nicht 10. Betrug. So. Namen Wolfgang, falls ich es vergessen habe zu sagen. So, Taiwendo. Jetzt würde ich dich dafür missbrauchen, Forts anzugreifen. Okay, dann haben wir zwei Forts für Mohn. Und die Zuckerrohr. Steht Rang 10 dran. Aber ich habe das schon mal alleine gemacht. Das ist übertrieben. Wobei das Fort... Warum ist das als 10er deklariert? Das ist auch eine richtig beschissene Position. Anita hat dir gezeigt, wie man schwimmt, hm? Jetzt geht's ins tiefe Wasser. Wie wir Piraten... Das habe ich mehr Verteidigungspower. Dafür bin ich aber langsamer. Ich bin jetzt nur noch 9, weil das Schiff eine etwas niedrige Bewertung hat. Und du kannst nur ein... Nur 4 Ausstattungssachen da drauf machen anstatt 5. Oh, ich habe gerade vergessen, Kanonen draufzusetzen, aber ich glaube nicht. Ne, es ist alles da. Wir sollen hier alles ausräumen, also los!
Oh mein Gott, Tyvando, es tut mir so leid. Das sind die Geschütze an der Seite. Da hab ich gedacht, dass wir die schneller ausschalten können. Das ist ja total übertrieben. Da werden wir das lieber abhauen. Namen nicht so schnell vergessen, sonst setzt es was. Aber was finde ich? Hart. Aber was für ein Vor habe ich denn da gemacht, wo ich meine Ressourcen bekommen habe? War es nur just for fun? Man kann es ja voll knicken. Habt ihr einfach abgebrochen. Das Normale ist, der Fahrer mich jedes Mal angreift, wenn ich die Manufaktur südwestlich lernen möchte. Müsste überhaupt gucken. Das kann aber auch einfach ein Bug sein, wie es so viele gibt. Ach, ich muss auch mal lernen. Ein Lieferauftrag starten. Ich dachte, die Lieferaufträge sind deaktiviert.
Ich weiß nicht, bei mir stand immer bei den Lieferaufträgen, Lieferaufträge sind deaktiviert. Schnau steckt Beschuss besser. Ich guck einfach mal. Alles klar, Taiwendo, dann mach erstmal Schluss mit mir. Ihr beehrt uns mal wieder mit eurer Präsenz. Tut mir leid, dass du mehr gestorben bist, als am Leben warst. Aber immer haben wir die Questline abgeschlossen. Achso, ich dachte, du meintest... Achso, nein, vom Auftragsregister. Aber Auftragsregister, natürlich funktioniert das mit dem Liefern. Nein, da war einer umherstreifen. Ne, das sind, kann's vergessen. Die Umherstreifenden finde ich nie. Ja? Na komm, versuchen wir's. Habe ich letztes Mal auch nur falsch geguckt. Unser Gespräch bleibt unser Geheimnis. Natürlich. Das ist auch nicht so ein Schwachsinn. Du kannst es eigentlich direkt ins Lagerhaus packen.
Janita hat dir gezeigt, wie man schwimmt, hm? Jetzt geht's ins tiefe Wasser. Was ist das wohl, Cassini? Alter! Fang den Wind ein! Alle 80.000 Schiffe, der Ruderer. Da ist übrigens auch Mond zum Sammeln. Segel in Sicht, Kapteni! Ans Feuerboot! Große Zahl von Schiffen gesichtet! Wie soll ich denn Silber beschaffen? Indem ich Silber in meinen Lagerraum reinmache, ne? Nee, du musst nur das richtige Schiff ansprechen. Dann gucke ich gleich nochmal. Voll gut, wenn die Schiffe nicht despawnen, wenn sie nicht benötigt werden. What the fuck? Segel laufen lassen! Volle Segel! Das sieht für dich aus wie ein Bug. Warum? Nur weil es 8000 Stück sind? Ich ramm doch eh gleich eins und dann werden die gegen mich Krieg führen. Ah ne, bin so okay. Ich muss aber sagen, letztes Mal gab es die Schiffe gar nicht. Da bin ich vorbeigefahren, da war kein einziges Schiff hier.
Jetzt habe ich 10 Schiffe. Juhu! Diese Rohmaterialien bringen uns ein hübsches Sümmchen ein, Captain! Dieses verfluchte Amulett ist das Joch, das ich tragen muss. Ich habe lange auf jemanden wie dich gewartet. Jemand, der mir hilft, seinen Griff zu lockern. Die Segel hoch! Jetzt fahren alle weg. Obwohl ich noch einen zweiten Auftrag habe. Ach, die haben sich einfach einmal gedreht. Errungenschaften bei Ubi heißen auf PvP-Server spielen und PvE-Server spielen. Bei diesem Wind kann uns Fenster einholen. Ah, okay. Wenn in der Nähe Kampf ist, hauen die auch noch ab. Na gut, lasse ich euch mal in Ruhe. Haut rein! Ein leerer Magen kämpft nicht gern. So kann man übrigens auch PvP machen. Einfach schauen, ob an einer Zone noch gar kein anderer ist und dann da reingehen. Ich glaube, oh mein Gott, das Schiff ist so träge und langsam, aber so ist das halt. Ich habe auch ganz viele Leute diesen Auftrag angenommen und ja, sind halt nicht hingefahren, noch nicht. Und deshalb stehen hier 20 Schiffe und warten darauf, dass die irgendwann mal kommen.
Ja, ich habe deshalb gewechselt. Weil ich erwarte, dass ich bei der Eroberung von den Posten mit dem Schiff besser, also besser klarkomme als mit dem anderen. Auch wenn es langsamer ist. Weil ich halt schon gemerkt habe, dass wenn ich gestern Nacht im PvP war mit Leuten und die haben, sind halt mit dem gefahren, das war halt was anderes. Vielleicht wenn du das Flammenschiff freigeschaltet hast mit 5000 Münzen, ist das was an, also kannst du besser Schaden machen. Dass das die richtige Wahl wäre. Wir müssen nur zugreifen. Jede Sekunde. Ab ins Wasser, ihr Ratten. Türme sind beide kaputt. Ich habe keine Ahnung, wie das mit den Münzen dann gehandhabt ist. Deck das. Die haben keinen Gegenwert. Das ist keine Premium-Währung. Ich glaube, im Shop ist nichts drin, was dein Schiff verstärkt. Das ist reine Kosmetik im Shop. Alles, was relevant ist, musst du ja spielen. Stimmt, du hast eine Kanone weniger an der Seite. Naja, es kommt eh keiner mehr. Das ist ein echter Schatz im Laderaum, Kapteni. Gewinn diesen Kampf oder wir verlieren alles.
Neben mir fährt der Konvoi vorbei. Für den legendären Überfall. Feindliches Schiff! Wir haben wohl Verstärkung gerufen! Das versucht echt einer alleine. Das finde ich zu heftig für alleine. Aber wenn ich schnell genug bin, kann ich da noch mitmachen. Plöpp. Ja, doch an! So, der ist da ganz hinten. So. Was gerade mein Ziel war, ich habe gerade eine weitere Produktionsstätte geholt. Und? Bereit, Captain? Das wird wie Fangen spielen. Nur mit Blut und Feuer. Was ist das wohl? Captain, das ist das Schiff! Ja, dort drüben, was ist das? Ich habe eine Brigantine gesichtet. Das ist halt, du musst... Fürs Ruder, sag ich mal, sowas wie Handelskotors. Na, Handelskotor ist auch falsch. Wie kleine Produktionsstätten erobern. Und dadurch kannst du diese Münzen generieren, mit dem du halt Blueprints kaufen kannst. Und da gibt es halt eine Season. Wer viele Münzen generiert, bekommt halt auch noch andere Belohnungen. Und das ist ein ganz schöner Haufen, der da am Ende eigentlich zusammenkommen sollte. Manufakturen genannt, danke. Königlicher Verwalter.
Eine Season ist wie bei Diablo zu verstehen. Ja, irgendwie schon. Weil die Sache jetzt schon gelaufen anscheinend. Eine der besten Panzerung, die du bekommen hast. Danke. Werde ich gleich merken. Weil soll ich häufiger doch das Handelsschiff angreifen? Eine 400er. Neubefestigung. Wenn nach Verwendung eines Reparatursets den Effekt befestigen, über 12 Sekunden erhöht Panzerung 35%. Okay, das ist wirklich fies. Lohnt es sich noch, dem Captain anzuschließen? Ich gehe jetzt erstmal wieder pinkeln. Nein, Panzerung ist nicht nur Optik.